Egal ob auf Reisen, um noch schnell ein Hotelzimmer zu buchen, im Café, um E-Mails zu checken oder in der Bibliothek, um zu recherchieren. Wie gehe ich sicher ins öffentliche WLAN? Leute, jeder macht's, jeder braucht's und jeder freut sich, wenn's funktioniert. Es geht ums offene WLAN, aka Wi-Fi. Wer sich ins offene WLAN einloggt, kann Datenvolumen sparen und ist nicht selten schneller unterwegs als im mobilen Netz. Also ich für meinen Teil logge mich auch öfter irgendwo ein, wenn ich offenen Zugang habe, aber es ist nicht immer das Beste. Denn offenes WLAN ist oftmals gar nicht so sicher und man könnte gehackt werden. Ja, ein Café mit Hotspot. Na, das passt doch. Ich habe nämlich echt viel hochzuladen und kein Volumen mehr. Genau, und die Betreiber von öffentlichen Hotspots und WLAN-Netzwerken müssen nicht für die Sicherheit ihrer Netze haften. Wenn du also irgendeinen Schaden davon trägst, weil deine Daten gehackt wurden, dann musst du selber damit klarkommen. Und da fängt das Problem dann auch schon an. Es braucht oft keine Authentifizierung. Und die Daten, die in diesem Netzwerk getauscht werden, sind deshalb nicht verschlüsselt. Zwar werden, sobald ein Passwort für alle im Netzwerk im Spiel ist, deine Daten nach außen verschlüsselt, aber innerhalb des Netzwerkes könnten Leute mit bösen Absichten oder Hacking-Grundkenntnissen rein theoretisch auf dein Handy oder deinen Rechner zugreifen. Und ins Netzwerk kommen sie auch durch das offene Passwort ganz easy rein. Selbst wenn ihr ein eigenes, personalisiertes Passwort bekommt, nachdem ihr zum Beispiel eure E-Mail-Adresse oder Telefonnummer angeben musstet, heißt das nicht, dass ihr automatisch sicher im Netzwerk seid. Denn auch geschlossene, also durch Passwörter geschützte Netzwerke können angegriffen werden. Wenn ein Hacker zum Beispiel das Router-Passwort knackt oder sich durch schwache Netzwerkkomponenten wie Software-Updates des Routers ins Netzwerk schmuggelt, ist es nicht mehr sicher. Der Hacker kann sich also zwischen die Kommunikation von Rechner und Router schalten und mitlesen, zum Beispiel deine Passwörter. Ist das Netzwerk gehackt, ist es egal, ob du dich mit oder ohne personalisierten Passwort eingeloggt hast. Die Informationen, die mit dem Router geteilt werden, können vom Hacker ausgelesen werden. Auf die Sicherheit von einem öffentlichen Netzwerk habt ihr natürlich keinen Einfluss. Deswegen hier ein paar Tipps, um euch besser im öffentlichen WLAN zu schützen. Besorgt euch erstens einen guten Virenschutz für Android und Windows. Gratis Software und Apps sind dafür ausreichend. Für Apple-Nutzer gibt es keine echten Virenscanner, weswegen es umso wichtiger ist, dass Betriebssystem und Apps immer auf dem aktuellsten Stand sind. Deshalb zweitens, checkt in eurem Netz zu Hause, ob ihr alle Updates gemacht habt. Betriebssysteme, Browser und Apps müssen immer auf dem neuesten Stand sein. Ja, von dem Abend sind echt ein paar gute Videos dabei. Ich kann sie dir gleich rüberschicken, ich habe hier eben Café-WLAN. Wenn man über einen Messenger oder so etwas Daten verschickt, zum Beispiel Fotos, dann ist es, je nachdem, was für einen Messenger man benutzt, grundsätzlich möglich, dass diese Daten unverschlüsselt übertragen werden. Das heißt, dass jemand am Nebentisch diese Daten abfangen oder beziehungsweise aufzeichnen und sich ansehen könnte. Apropos Fotos. Fotos von mir wurden ja zum Beispiel schon mal für irgendwelche Fake-Accounts verwendet. Das war zwar kurz lustig, aber wenn ich mir längerfristig vorstelle, dass meine Daten missbraucht oder geklaut werden, vor allem private Sachen, dann wäre das schon mega scheiße. Wenn es übrigens schon soweit ist, dass ihr denkt, dass ihr gehackt wurdet, dann schaut euch am besten unsere Folge zum Thema Hacking an. Ey, was guckt der denn so auf meinen Bildschirm? Spinnt der? Will der meine Daten ausspionieren oder was? Die Gefahr lauert übrigens nicht an eurem Nachbartisch, sondern auf euren Devices. Deswegen unbedingt Schritt 3 beachten. Datenfreigabe und Remote-Dienste abschalten. Das ist ganz einfach, also los geht's. Für PC-User erweiterte Freigabe verwalten, dann Datei- und Druckerfreigabe deaktivieren, um die Remote-Funktion auszuschalten, Remote-Zugriff zulassen eintippen und dann beim Fenster das Häkchen zulassen löschen. Für Mac ist es ähnlich einfach. Öffnet Freigaben in den Systemeinstellungen und entfernt hier den Haken bei Bildschirmfreigabe. Schaltet die automatische Datenverbindung aus und löscht gespeicherte Netzwerke. Nur so stellt ihr sicher, dass ihr euch nicht versehentlich in irgendein WLAN-Netzwerk einloggt, ohne das zu merken. Ja geil, es gibt hier noch mehr Netzwerke. Ich logge mich einfach woanders ein, dann kann dieser schmierige Typ da drüben seinen Datenklau vergessen. Stellt euch, wenn ihr unterwegs seid, immer die Frage, ist es wirklich das WLAN des Cafés, der Uni oder des Hotels, in das ihr euch einloggen wollt? Denn es gibt auch Fake-Hotspots, die einfach nur dazu da sind, eure Daten abzugreifen. Ein Fake-Hotspot ist ein Hotspot, der genauso heißt wie ein real existierender und der daneben betrieben wird. Und praktisch ist es ganz einfach, so ein Ding zu bauen. Das könntest du im Prinzip auch. Ich habe hier einen Chip, den gibt es für 3 Euro im Internet. Die entsprechende Software gibt es. Und dann kann ich mich neben einen realen Hotspot stellen und kann Verkehr, den andere machen, Verkehr, den du machst, kann ich einfach ausleiten und derjenige, der da beobachtet wird, der merkt das überhaupt nicht, weil die Pakete dann weitergehen ins Internet und die reale Antwort tatsächlich auch kommt. Es tut mir so leid, ich habe die Rechnung komplett vergessen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich schicke Ihnen das Geld gleich sofort rüber. Okay. Ja, tschüss.
Und noch einmal, achtet nicht auf euren Sitznachbarn, sondern auf unsere Tipps. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Je sensibler die Daten, desto weniger solltet ihr sie im öffentlichen WLAN bearbeiten. Zu schauen, wie das Wetter wird, das ist kein Problem. Private Chats, also je nach Inhalt, sollten wohl auch gehen. Aber eure Bankgeschäfte solltet ihr lieber woanders tätigen. Wer sicher surfen und mailen will, sollte auf das Schloss in der Browserleiste achten. Das Schloss-Symbol zeigt euch an, ob eine HTTPS-Verbindung besteht. Alle anderen Websites solltet ihr eher meiden. Und nutzt die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist eine gute Sache für den Login auf verschiedenen Accounts. Loggt euch also nicht nur mit dem Passwort, sondern zum Beispiel auch mit eurer Telefonnummer ein. Das schützt vor allem im öffentlichen Raum eure Accounts viel besser gegen Zugriff von außen. Wenn ihr alle Tipps beachtet, bewegt ihr euch viel sicherer in allen öffentlichen WLAN-Netzen. So, wir sind auch schon wieder am Ende angekommen. Unsere Frage an der Stelle wäre, wurdet ihr schon mal gehackt beim Versuch, ins WLAN reinzukommen oder als ihr gerade im WLAN wart? Oder habt ihr Glück gehabt? Schreibt das mal in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt im WLAN seid, dann checkt doch mal weitere Funkformate aus und gebt uns einen Daumen nach oben oder abonniert den Kanal. Ja, seid ihr im WLAN? Kann ich bei euch rein oder ist hier irgendwas? Also ich habe gar kein Handy mehr. Ich fand das alles zu gruselig. Ach, Handys sind schon out wieder, ne? Ja, hat man nicht mehr. Und jetzt? Ist Radio oder was? Nee, so. Ah, so. Ja, ist auch, kann man auch nicht hacken. Ja, sehr praktisch. Hallo? Kann man auch nicht klauen. Oh, meine Mutter ruft an, sorry. Ah, okay. Tschüss. Ja, ciao. Aber innerhalb des Netzwerks könnten Leute mit bösen Absichten oder Hacking-Grundkenntnissen auf dein Rechner oder dein Netzwerk zugreifen. Ah, es heißt nicht Netzwerk, es ist völliger Schwachsinn. Und so aktiviert ihr eure Firewall. Und so. Und so. Deshalb unbedingt Schritt 3 beachten. Datenfreigabe und Remote-Dienste ignorieren. Und oder abschalten im besten Fall sogar. Ignorieren wäre nicht so gut, also schaltet es besser ab. Aber zumindest sind sie schon mal sicherer als Hotspots.